stellt Ihnen heute einen ungarischen Erfinder vor, der sich geärgert hat vor mehr als 80 Jahren, und zwar über das Gekleckse seines Füllers. Deshalb erhielt er heute vor 8 Jahrzehnten das Patent, in Argentinien übrigens, auf den Kugelschreiber. Laszlo Josef Biró. Seine Talente reihen sich aneinander wie Perlen auf einer Schnur. Er ist Rennfahrer und entwickelt ein Automatikgetriebe. General Motors kauft es ihm ab und lässt es in der Schublade verschwinden. Er ist Biologe, Graphologe, Bildhauer, Lastwagenfahrer, Maler, Versicherungsagent, Hypnotiseur. Dann wird er Redakteur einer ungarischen Kulturzeitschrift und ärgert sich. Die Tinte macht uns wohlgelehrt, doch ärgert sie, wo sie nicht hingehört. Geschrieben Wort ist perlengleich, ein Tintenklecks, ein böser Streich. So schrieb es Johann Wolfgang von Goethe mit einem Gänsekiel. Aber auch die folgende Ära des Füllfederhalters ändert an der Kleckserei kaum etwas. Und das wurmt Biró. Hier fehlt aber die gute Miene. Der hat sie. Eine Werbung aus den 1950er Jahren. Birós Geschichte des Kugelschreibers beginnt 20 Jahre zuvor mit einer Legende. Er sieht seiner Tochter beim Murmelspielen zu. Als eine Kugel durch eine Pfütze rollt und eine dunkle Spur hinter sich herzieht, zündet seine Idee. Ich denke oft, dass ich mit etwas mehr Geschäftssinn, mit meiner Erfindung ein Riesenvermögen hätte machen können. Aber ich hege keinen Groll. Der Kugelschreiber ist das populärste Schreibgerät der Welt geworden. Er hat Bleistift und Füllfederhalter überholt. Und dieser Gedanke lässt mich die verpassten Reichtümer vergessen. Biró montiert eine Metallkugel in ein Röhrchen mit einer öligen Paste. Streicht die Kugel nun über das Papier, so nimmt sie im Inneren der Mine die Tinte auf und gibt sie auf der anderen Seite an das Papier wieder ab. 1938 meldet er seine Erfindung zum Patent an. Dann wächst die Angst vor den Nationalsozialisten. Biró flieht mit Frau und Tochter nach Frankreich und entwickelt dort auf Drängen des Militärs eine Brandbombe. Es zieht ihn weiter nach Argentinien. Hier tüftelt er vor allem an der Tinte des Kugelschreibers herum und bekommt ein zweites Patent. Und jetzt gehen sie in Produktion. Ihr Name? GoPen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hatte es so kommen sehen. Mit großem Bedauern. Wenn nun plötzlich all die kleinen Pausen wegfallen zum Eintauchen der Feder, zum Nachfüllen des Halters und zum Ablöschen der Tinte, wann um Himmels Willen soll man dann noch Ideen entwickeln? Doch der Erfolg des Kugelschreibers ist nicht mehr aufzuhalten. 1944 ordert die britische Royal Air Force 30.000 Exemplare. Das wirklich große Geld an Birós Idee streicht aber jemand anderes ein. No wonder Bic writes first time, every time. Biró verkauft sein Patent an den französischen Baron Marcel Bich. Unter seinem Logo Bic sind bis heute weit über 100 Milliarden dieser Billigkulis verkauft worden. Und der italienische Schriftsteller Umberto Eco findet's großartig. Der Big Crystal ist praktisch das einzig konkrete Beispiel von Sozialismus. Er hat alle Regeln des Eigentums und der sozialen Differenzierung aufgehoben. Laszlo Josef Biró erfindet ferner den Deo-Roller nach gleichem Prinzip. Außerdem ein Fieberthermometer und ein Blutdruckmessgerät fürs Handgelenk. Und eine Waschmaschine, die die Abwärme des Küchenherdes nutzt. Keine seiner Erfindungen war aber so durchschlagend wie der Kuli. In vielen Ländern trägt der Biró, der Kugelschreiber, seinen Namen. Und Argentinien hat seinen Geburtstag zum Feiertag erklärt. Das zweite und endgültige Patent für seinen Kugelschreiber erhielt Laszlo Josef Biró am 10. Juni 1943, heute vor 80 Jahren.